Hi, na, hier ist der X-Wing mit deinem weiteren Part Chaos auf dem Pony aus der Complete Journey Edition. Ich sag euch mal. Die Musik ist fast voll. Hier ist keine Musik. Tut mir sehr leid. Ist ein Fehler. Könnte man ja nochmal richten, weil in Chaos of Deponia war es, glaube ich, nicht so. Es ist echt nur eine Complete Journey Edition. Der gute Crane, einer meiner Lieblingscharaktere im ursprünglichen, in meinem ganz ältesten Konzept oder irgendwann mal in der langen, langen Historie der Entstehung von Deponia, sollte er mal der Bruder von Seagull werden. Da war aber noch nicht klar, dass ich Seagull inhaltlich anders belegen werde. Das erzähle ich jetzt noch gar nicht, weil das soll ja für euch eine Überraschung sein. Aber mir hat immer die Idee gefallen, dass da direkt unter der Villa von jemandem, der sehr viel Geld hat, jemand wohnt, der ganz wenig Geld hat und die beiden halt so eine ganz furchtbare, schreckliche Nachbarschaft pflegen. Und was mir besonders gut gefällt, ist, wie Micha hier halt den Hintergrund gestaltet hat. Crane hat halt so wenig in seiner Wohnung, dass er sich halt die Sachen, die er sonst noch zum Leben braucht, einfach an die Wand gemalt hat mit Kreide. Das ist so jämmerlich. Das ist auch keines weiteren Kommentars bedarf. Deswegen findet das auch in dieser Sachverhalt im Gespräch nicht statt. Aber obwohl Crane so wenig hat, ist dies ja ein Ausrüstungsraum. Man klaut hier gehässigerweise, kann man ihm ja im Prinzip ja die ganzen Sachen halt wegnehmen. Und was hat er denn da schon? Ein Faden, ein trockenes Stück Brot und natürlich die Asche von seiner Oma. Oh mein Gott, ist das gehässig. Aber das bringt mich wiederum zu dem Thema, dass wir ganz, ganz viel Ärger hatten in diesem Kapitel vom Spiel, eine Übersicht über die ganzen Items zu bekommen, die man aufsammeln kann. Und zwar hatten wir unglaublich viele Tabellen aufgestellt, in denen halt alle möglichen Items drin sind. Das waren natürlich viel, viel mehr, als ins Inventar passen. Und wir mussten uns halt irgendwann überlegen, wir wollen kein Inventar, dass man scrollt, nur weil man irgendwo im Spiel möglicherweise halt irgendwie ein Item mehr haben kann. Natürlich wollten wir dann ein passgenaues Inventar haben, wo genau die 25 Gegenstände reinpassen, die man halt maximal gleichzeitig haben kann. Und hatten das halt mehrfach durchgerechnet und haben dann gemerkt, ja, genau, 25 reichen. Dann hatten wir uns verrechnet und dann haben wir gesehen, ah ja, Moment mal, aber diese beiden Items kann man ja doch wieder nicht gleichzeitig haben, weil das eine muss man ja schon ausgegeben haben, um das andere zu bekommen und so weiter. Da muss man ja alle Items quasi in Beziehung setzen und hatten dann im Endeffekt doch noch was übersehen. Oder es kam ein Item dazu, ich weiß es gar nicht mehr. Und Alex kam dann und da war das Inventar natürlich schon längst fertig und wir waren schon längst mit dem ersten Teil fertig und das Inventar im zweiten Teil sollte ja genauso aussehen wie das im ersten Teil und dann da ist uns dann aufgefallen, scheiße, wir haben einen Inventargegenstand zu viel. Das war sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Spieler durch den ganzen schwimmenden Schwarzmarkt läuft und alle Gegenstände aufsammelt und so viele Items im Inventar hat, dass er tatsächlich einmal ausnahmsweise 26 hat. Da muss er sich schon ganz viel, schön für anstrengen, aber es ist halt möglich. Und da haben unsere Köpfe erstmal richtig geraucht. Wir konnten auch keins von den Items mehr wirklich wegrationalisieren und haben uns denn dafür entschlossen, und das finde ich besonders lustig und freue mich auch sehr darüber. Und jetzt kann ich es euch mal verraten, weil es ist quasi so eine Art Easter Egg und auch tatsächlich ein Achievement, wenn man nämlich es schafft, 26 Inventargegenstände gleichzeitig ins Inventar zu bekommen, kriegt man ein schönes Achievement. Viel Spaß beim Sammeln. Das schafft nicht jeder. Aber wir schaffen das. Wir haben nämlich schon die Hälfte. Sogar mehr. Es sind nur noch 6 Gegenstände, die wir brauchen. Aber das dauert echt noch ein bisschen, glaube ich. Frühestens im nächsten Part. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt schon schaffe. Was ich wo wie machen muss dafür. Hier ist die Musik. Okay, hier ist die Musik. Gab's denn eigentlich irgendwas? Ich geh da einfach mal rein. Und klopfe mal.
Rule refuse, super duper diffuse. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. Oh ja. Dieser Screen ist ebenfalls eine Location, die eigentlich in keinem ernst gemeinten Spielkonzept fehlen sollte. Und zwar die dunkle Gasse, die Hintertür in der dunklen Gasse. Es ist einfach grundsätzlich falsch, Spiele zu konzeptionieren und zu schreiben, in der keine dunkle Gasse mit einer Hintertür auftaucht. Und ebenfalls, ich habe es in einem anderen Entwicklerkommentar schon mal besungen, ja, gar besungen, es gehört es zum guten Ton des Spieldesigners, Items in einer Mülltonne in einer dunklen Gasse zu verstecken. Ich habe hier zwar eine Mülltonne in diesen, also es ist mehr so eine Art Müllcontainer oder Container, weil halt irgendwie Müll ist ja hier, im Prinzip ist ja auf Deponie ja alles Müll, zwar hier hingestellt, aber hier werden mal ausnahmsweise keine Items drin versteckt. Dafür könnt ihr euch da drin verstecken, nach Lust und Laune. Versteckt euch noch mal da drin, es gibt lustige Animationen dazu. Was es euch bringt, erfahrt ihr allerdings später, und zwar bei dem schwierigsten und furthermost out-of-the-box-Rätsel, das ich jemals in ein Spiel geschrieben habe, das so brutal, gemein und hinterhältig out-of-the-box ist, dass es eigentlich fast schon nach dramaturgischer Willkür klingt, dass Rufus im Zuge dieses Rätselkomplexes in die Box hineinspringen muss. Denkt mal drüber nach. Dieses Rätsel ist richtig knorke. Wir werden es natürlich sehen. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ist es wohl. Ist es nicht. Das geheime Klopfzeichen geht. Du Trottel. Jetzt hast du es verraten. Lass mich rein. Erst das Klopfzeichen. Na gut. Darf ich jetzt rein? Nein, warte. Ich habe mich vertan. Das war das alte Klopfzeichen. Was? Aber... Ich weiß. Eine Schande, dass wir es geändert haben. Ich konnte es mir viel besser merken. Trotzdem, wir benutzen jetzt das neue Klopfzeichen. Und wie geht das? Das ist geheim. Verdammt. Oh. Das ist nicht das Geheim. Verdammt. Jo, wir brauchen erstmal Topfein, ne? So. Ich überlege gerade mal, was wir machen könnten. Ach ja, mit diesen können wir auf jeden Fall noch was machen. Und hier. Nicht das schön. Ja, ich könnte ihm einen Glückskeks geben, dafür kriege ich einen Gutschein. Gutschein kriegen wir Liebe. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks, wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prallst. Vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Ein Rubbel losgefallen. Oh, und dann haben wir noch einen Cookie. Wir haben ja nicht mehr viele überbreite Screens in Deponia gelassen. Die meisten Sachen erzählen sich halt alle auf Screens, die halt genau die Bildschirmbreite haben. Hier haben wir zur Abwechslung mal einen Screen, der auch scrollt, wenn Rufus von links nach rechts geht. Und wo wir halt noch ein bisschen von unserem prima Parallax-Scrolling einsetzen, wenn auch nur sehr wenig und reduziert im Vordergrund, um ein bisschen Bildtiefe künstlich zu generieren.
Was eigentlich schade ist, andererseits ist es spielerisch natürlich schon günstiger im Prinzip, wenn man alle Objekte, die auf dem Screen sind, halt mit einem Klick auch erreichen kann. Aber ich denke mal, hier für diese etablierende, dieser wunderschönen Location des schwimmenden Schwarzmarktes, ist es vollkommen angebracht und adäquat, einmal dieses Prinzip, dieses Neugefundene wieder aufzubrechen und zu sagen, nein, hier wird gescrollt, da möchten wir uns alles im schönen großen Panorama einmal angucken. Und entsprechend halten wir es auch aus, wenn wir am Anfang eben noch nicht per Doppelklick ganz links auf die Tür vom Gadget Shop klicken können. Das halten wir aus. Haltet es aus. Genießt die Ruhe. Enjoy the moment. Pookie. Also so ein paar Bugs sind schon, was hier so viel gescrollt hat, ne? Hat im Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon machen kann. Mal gucken wir mal. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Über die Schuhe. Au! Oder nehme ich mir die Unterstörperbrille. Und reden wir doch nochmal mit Poki. Ja, das ist der Gadget Shop. Eine meiner Lieblingselemente im Spiel tatsächlich. Eigentlich so der Traumraum für einen. Wir haben in fast jedem Deponia ja auch einen Laden. Beziehungsweise Läden sind sowieso einfach tolle Locations für Adventure-Spieler, weil sie da halt sich irgendwie ausrüsten können und sich Sachen kaufen können. Jetzt haben wir keine Währung hier, aber Rufus kann da wenigstens nach Lust und Laune Gadgets ausprobieren. Aber ja, das ist eben nicht der einzige Spaß, diese total bekloppten Gadgets hier miteinander in Verbindung zu setzen, um halt irgendwie ein weiteres Gadget zu bekommen. Sowas wie den tollen Saftpressenhut oder Anti-Schwerkraftsocken. Meine Güte, war das ein Aufwand. Die Anti-Schwerkraftsocken, ich habe mir das so einfach vorgestellt, als wir die Animation für die Anti-Schwerkraftsocken geplant hatten. Und ich dachte, wir drehen einfach Rufus einmal um, wenn er an der Decke lang läuft. Jetzt habe ich es verraten, aber egal. Und stattdessen hat halt der Animator nochmal einen kompletten neuen Walk-Cycle für Rufus gezeichnet mit einem runterhängenden Mantel, wie Rufus an der Decke Wow. lang läuft. Zu viel des Guten. Aber großartig, dass sie es gemacht haben. Total irre. Aber alle Animationen, die wir da reingesteckt haben, sind natürlich da wieder eingespart worden, wo wir die aufwendigen Animationen von Rufus, wie er halt mit dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit rumläuft, die dafür halt angefallen wären. Eine Sache, die hier noch bemerkenswert ist, ist natürlich, dass wir Cowboy Dodos Allzweck-Datasetten hier im Angebot haben. Das heißt, hier wird schon unser Star-Auftritt vom dritten Teil angeteasert. Oh, stimmt, Cowboy Dodo okay. wird ja eine gar nicht mal so unwichtige Person im dritten Teil werden. Und das hier ebenfalls einer meiner Lieblingscharaktere beziehungsweise Charakterkombinationen oder Gesprächssituationen stattfindet. Und zwar dieser Shop-O-Mat, der sich mit Rufus halt über den Verbleib von dem Gadget hier, von dem Besitzer des Gadget-Shops unterhält. Wo kann er nur sein? Die Reaktion, ja, ist sehr schön, weil es eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt im Spiel. Und einfach nur durch die Optik wird dieses Gespräch so schön aufgewertet. Ich mag es. So, dann gehen wir wieder runter. Au! Wir versuchen doch mal so eine schöne Brille, die den Schalter Es tut mir einzupacken. sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. Mache ich ja auch nicht, denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das ist korrekt. Na dann. Oh. Gott. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Ha, von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder wie? Bezahlen Sie bar oder per Organspende? Oh, ich sehe gerade, sie ist ja doch nicht kaputt. Mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis wäre jetzt nicht übel. Ah, okay.
brauche ich also auch echt diese Erkenntniskacke her. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber die Ausstellungsexemplare dürfen unter keinen Umständen aus dem Ladenbereich entfernt werden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aha. Ist ja schon gut. So, leider mussten wir das wieder abgeben. Aber das kriegen wir schon noch irgendwie raus. Und das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin.